Hallo, wir nehmen euch wieder mit. Eine Runde hier in diesem Video. Wir gehen jetzt Erdbeeren pflücken. Jawohl, hier sind unsere zwei Schüsseln. Und da drüben ist das Erdbeerfeld. Da gehen wir jetzt hin. Und wir sind schon ganz gespannt. Letztes Jahr haben wir das nicht gemacht. Sonst machen wir es eigentlich immer, ne Lassi? Aber letztes Jahr haben wir es irgendwie verpeilt. Naja, gut. Jetzt gehen wir mal gucken. Und futtern wahrscheinlich auch zwischendurch ein paar, was nicht so gut ist, weil sie ja ungewaschen sind. Aber egal. Und jetzt gehen wir los. Da lässt sie Schüsseln. Okay. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Los geht's. Yes, Erdbeeren, wir kommen. So, wir sind schon fleißig hier am Ernten. Die Frau hat uns das so erklärt. Hier sind so Fähnchen. Hier haben wir angefangen. Und dann mussten wir in Richtung Main pflücken. Da unten ist der Lassi. Und bis dahin sind wir gekommen. Ich habe jetzt nur hier unser Wasser deponiert. Und das will ich jetzt gerade holen. Dann nehme ich das Fähnchen gerade mit und stecke es dann da unten quasi wieder ab. Ja. Und ich bin total fertig, weil es ist sehr heiß. Hast du eine große? Ja. Zeig mal. Mega. Wir sollen übrigens auch die, die nicht so schön sind, mitnehmen. Dafür haben wir hier diese Schälchen und das ist meine Schüssel bisher. Bin total kaputt. Brauche eine Pause, Lassi. Und zack, da sind wir wieder zu Hause. Da stehen unsere Schüsseln mit den Erdbeeren, die wir gepflückt haben. Wir waren fleißig. Wir haben etwas über 3 Kilo gepflückt, was ein bisschen anstrengend war, weil ganz viele kleine nur da waren und wir ewig gebraucht haben für so eine Schüssel. Als wir dann zurückgelaufen sind, habe ich riesige gesehen. Und dann habe ich das der Frau aber auch gesagt, wo sie uns denn bitteschön hingeschickt hat. Und dann meinte sie so: Oh, das wusste sie nicht. Naja, das nächste Mal. Und ich dachte mir so, ja, super. Naja, wir hatten auf jeden Fall ganz viel Spaß, der Lassi und ich. Sagt mir mal, ob ihr auch solche Felder habt, ob ihr da auch hingeht mit euren Kindern. Natürlich kann man sich so eine Schale schnell selbst kaufen, ist zwar teurer, aber irgendwie, ja, macht es halt Spaß. Und das können wir nicht immer machen, weil uns da halt auch die Zeit fehlt. Aber wenn wir Zeit haben, dann machen wir das. Jedenfalls meine größte Hochachtung an alle die, die das beruflich machen. Auch zum Beispiel Spargel stechen und überhaupt auf dem Feld arbeiten. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also meinen höchsten Respekt an dieser Stelle. Ich koche jetzt gemeinsam mit euch. Und zwar gibt es die Lieblingssuppe vom Lessandro und vom Gianluca. Die geht super schnell, ganz, ganz einfach, ist sehr gesund. Und ihr braucht keinen Thermomix. Ihr hattet mich gefragt auf Instagram, ob ich euch nicht das Rezept zeigen könnte. Irgendwie dachte ich mir so, naja, es geht so einfach. Aber gut, ich mache das sehr, sehr gerne für euch. Vielleicht auch als Inspiration ein kleiner Tipp, wenn es auch mal schnell gehen soll, wenn eure Kinder das mögen. Normalerweise kommt auch ein bisschen Brokkoli rein, habe ich jetzt aber keinen da. Und wirklich nur ein bisschen, weil wenn es meine Kinder merken, dann mögen sie es wieder nicht. Aber es wird dann durchpüriert und von daher geht es eigentlich klar. Aber wie gesagt, ich habe keinen. Ich gehe dann noch zum Obi, beziehungsweise ich fahre noch zum Obi. Der ist nämlich ein Stück weit weg. Und kaufe noch Samen, denn der Lessandro und ich, wir wollen noch unser Gewächshaus bestücken. Das hatte ich euch gezeigt. Das steht jetzt hier schon einige Wochen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Und nein, das ist keine Produktplatzierung. Ich bekomme dafür kein Geld. Aber vielleicht als kleiner Tipp für euch eben. Schaut mal, wie edel das aussieht. Wie gesagt, das steht jetzt hier schon eine ganze Weile. Hier ist noch der Karton von unserem Staubsaugroboter. Den müsste ich jetzt auch mal runter in die Waschküche bringen, beziehungsweise in den Keller. Jedenfalls ist das unser kleines Gewächshaus. Und nachdem der Alessandro ja gerne Pflanzen mag, beziehungsweise ich ihm das einfach auch nochmal zeigen möchte, wie schnell dann was wächst, ja, wollen wir das halt gemeinsam machen. Und das zeige ich euch dann auch noch im Anschluss. Jetzt gehen wir aber erstmal gemeinsam in die Küche. Also ich habe jetzt das Olivenöl erhitzt, eine halbe rote Zwiebel rein. Die habe ich klein geschnitten. Normalerweise macht man natürlich eine helle Zwiebel rein, aber ich hatte noch eine halbe im Kühlschrank. Und deshalb habe ich die jetzt einfach genommen. Die Karotten habe ich jetzt geschält, angefangen klein zu schneiden. Und jetzt sind auch noch
die Kartoffeln dran und das kommt dann eben alles in den Topf rein. Jetzt habe ich die Kartoffeln auch noch klein geschnitten und habe sie mit dazu. Das ist jetzt alles eine Weile noch ein bisschen köcheln und dann kommt noch das Wasser dazu. Müsst halt schauen, dass das nicht anbrennt, logischerweise. Müsst es immer schön rühren. So. Und von den Zwiebeln werden wir später gar nichts mehr sehen. Meine Kinder mögen nämlich keine Zwiebel, aber für den Geschmack müssen die natürlich mit rein. Aber das Ganze wird ja eh durchpüriert und dann, ja, merkt man das nicht mehr. Und hier habe ich jetzt auch schon wieder alles sauber gemacht. Das mache ich immer, während ich koche. Ich hasse es nämlich, wenn es hier aussieht wie die Sau und man dann irgendwie so ein Fresskoma ist und danach noch irgendwie alles putzen muss. Deshalb mache ich das immer so in der Zwischenzeit. Ich habe das Ganze jetzt 5 Minuten gedünstet. Jetzt habe ich Wasser dazu. Ihr müsst halt schauen, dass das Ganze bedeckt ist. Ich lasse das jetzt ungefähr 20 Minuten köcheln. Mache in der Zwischenzeit eben andere Dinge, vielleicht noch einen Salat, mal schauen. Und danach würze ich das im Anschluss. Aber ich hole euch dann nochmal dazu. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie lange die Karotten bzw. die Kartoffeln brauchen, bis sie durch sind. So, schaut mal, die 20 Minuten sind jetzt rum. Und die Flüssigkeit ist natürlich jetzt reduziert. Die Kartoffeln sind auch schon durch, wie man sehen kann. Die Karotten sind auch schön weich. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit Wasser auffüllen und dann durchpürieren. Wenn ich das Ganze jetzt durchpürieren würde, dann entsteht ja so eine Pampe. Das wäre dann zu dick und wir wollen das Ganze ja ein wenig flüssiger. Und deshalb fülle ich das Ganze jetzt nochmal mit Wasser auf und dann wird es auch noch gewürzt. So, das Ganze habe ich jetzt gewürzt hier mit dieser Brühe von Knorr und jetzt können wir gleich schon durchpürieren. Und da ist ja die fertige Suppe. Ich nehme mir jetzt schon mal was in meine Schüssel, weil ja gleich noch die Würstchen hier reinkommen. Und ich esse ja kein Fleisch, deshalb nehme ich mir jetzt schon mal Suppe. Für mich gibt es nämlich dann frisches Brot vom Bäcker dazu. Und meine Kinder möchten Backerbsen dazu essen. So, jetzt erwärme ich noch kurz die Würstchen. Das darf natürlich nicht zu lang rein. Klar, nur so, dass sie halt warm werden. Und dann gibt es auch was für die Kinder. Und da sind sie, die Backerbsen, die dann noch in die Suppe kommen. Und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ihr habt es gesehen, das ging super schnell und sehr, sehr einfach. Ist aber gesund und sehr lecker. Ich war jetzt beim Obi, habe diese Sachen hier gekauft und zwar zum einen Dill, Kresse und Petersilie und dann hat mir der Verkäufer diese Erde hier empfohlen, die ich noch gekauft habe. Dann habe ich jetzt hier mal diese kleinen Töpfe bereitgestellt. Hier ist unser Gewächshaus und zwar ist es so, dass hier auch noch so ein Abtropfgitter quasi mit drinnen ist und hier den Glasdeckel, den könnt ihr dann auch so offen lassen. Das ist halt für die Belüftung gut, beziehungsweise für die Feuchtigkeit, damit die Pflanzen auch schön wachsen. Und ich finde, das ist halt so mega stylisch. Das kommt dann auf mein Sideboard. Und wir gehen jetzt aber gemeinsam raus und machen das, damit hier mein Tisch quasi verschont bleibt. Jetzt hole ich mal den Lassie. Der freut sich nämlich jetzt schon die ganze Zeit drauf. Wir starten mit dem Dill. Jetzt verteilst du das alles so ein bisschen. Jawohl. Mhm. Genau, ich hätte es noch so ein bisschen weiter auseinander vielleicht. Genau, und das muss man nur andrücken. Drück es mal ganz leicht an. Das ist nämlich ein Lichtkeimer. Habe ich gerade hier noch gelesen. Ja, wusste ich auch nicht. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so reicht. Magst du noch ein paar reintun? Okay. Okay. Schau mal, dass du es genau mit der anderen Hand nimmst und gerade so ein bisschen verteilst. Ja, genau, richtig. Super. Jetzt machen wir mit der Kresse weiter.
Das machen die Kinder ja oft im Kindergarten, ne? Und ich glaube, unser Topf ist ein wenig zu klein. Aber ist nicht schlimm. Wir können ja noch größeren Behälter mit reinstellen. Wir haben ja Platz in unserem Gewächshaus. Der Lassie mag übrigens Kresse. Mögen eure Kinder Kresse? Mit einem leckeren Butterbrot, ne Lassie? Frisches Brot, Kresse drauf. Müssen wir jetzt aber ein bisschen tiefer, glaube ich, oder? So, und dann nochmal ein bisschen Erde drüber, denke ich. Bin mir gar nicht sicher. Weißt du noch, wie ihr es gemacht habt im Kindergarten? Okay, wir probieren es einfach. Wir tun noch ein bisschen Erde drüber. Wenn es falsch ist, dann machen wir es halt nochmal. Wir sind jetzt nicht so die Experten. Aber Übung macht den Meister, das wisst ihr ja. Also der Lassie hatte jetzt eine gute Idee. Wir nehmen diesen kleinen Topf hier und packen auch nochmal Kresse rein anstatt Petersilie. Ich kaufe da noch so einen kleinen Topf. Und dann machen wir auch noch Petersilie. Aber jetzt kommt erstmal die Kresse. Wir lieben Kresse. Auch lecker für den Salat. Warte, Lassie, verteilt es dann immer so ein bisschen. Jawohl. Gut. So, ich habe das Gewächshaus jetzt mal hier auf unser Sideboard gestellt. Ich finde, es sieht super stylisch aus. Es würde sich natürlich auch gut in der Küche machen. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Und wir sind schon sehr gespannt, wann man das erste kleine Ergebnis sieht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und ihr werdet es ja dann in den weiteren Vlogs noch sehen. Ich hatte beim Obi übrigens noch die Kräuter hier mitgenommen. Und zwar zum einen Basilikum und dann noch Minze. Ich liebe Minze. 2,99 Euro jeweils, also da kommt man doch etwas günstiger, wenn man sich das Ganze selbst anbaut. Meine Kräuter, die packe ich mir jetzt hier in dieses Pflanzentopfset. Das ist aus Glas und Terrakotta und das Coole dabei ist, es hat eine Selbstbewässerung. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich habe mir hier dazu schon alles vorbereitet und das geht auch wirklich super schnell. Das habe ich schon mit einem Pflanzentopf gemacht in Moritz' Zimmer. Dieses Teil, das man so von der Wand runterhängen lässt, kann ich euch dann in Moritz' Zimmer auch noch kurz zeigen. Jedenfalls machen wir das jetzt ganz kurz. Und zwar nehmt ihr euch erstmal diesen Terrakotta-Topf und tunkt ihn in das Wasser rein. So. Dann lasst ihr das Wasser natürlich wieder rauslaufen. Stellt es hier drauf, damit das abtropfen kann. So. Jetzt habe ich mir den Docht hier unten rein in den Pflanzentopf. Und das kommt jetzt hier rein. Dann muss man es natürlich hier unten durchfädeln. Moment, es geht gerade schlecht mit einer Hand. Moment. So, ich habe das jetzt hier durchgefädelt. So sieht das jetzt aus. Und ihr gebt jetzt hier in diesen Topf Wasser rein. Und zwar habt ihr hier eine Markierung. Ihr seht ja diese Wolke. Da kommt jetzt das Wasser rein. Das mache ich mal mit euch. So, jetzt kommt das Ganze hier rein. Und durch diesen Docht trinkt quasi die Pflanze. Und somit vertrocknet sie nicht, beziehungsweise ja, ertrinkt sie nicht, weil mir das halt öfters passiert, dass ich denke, ach ja, ich müsste mal wieder gießen, dabei hatte mein Mann schon gegossen oder er denkt, ich habe gegossen, dabei haben wir beide nicht gegossen. Und hier habt ihr ja diese Markierung, da seht ihr immer, wie viel Wasser die Pflanze noch braucht und dann kann auch wirklich nichts passieren. Und jetzt kommt hier meine Minze dran. Hier kommt ins Wasser rein, so, bis zur Markierung, müssen wir mal schauen. Hier ist meine Kennzeichnung, die Wolke. Jetzt kommt es hier rein und dann kann meinen Kräutern nichts passieren. Und es ist halt richtig schön, diese Vorrichtung hier, weil ihr eure Kräuter quasi immer da habt, wo ihr sie haben möchtet. Wenn ihr zum Beispiel grillt, könnt ihr das Ganze mit rausnehmen oder könnt es halt schön in der Küche irgendwo hin platzieren. Ich finde es auch wieder super stylisch. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Wir können jetzt noch mal ganz kurz in Moritz' Zimmer gehen. Dann kann ich euch das noch zeigen, was ich da eben hingehängt habe. So, und da sind wir in Moritz' Zimmer und das ist seine Pflanze. Ich finde es richtig schön. Ja, die hat er schon seit der Geburt. Und die wird natürlich in Ehren gehalten, ist klar. So, ich muss jetzt noch ganz kurz was in Lissandros Zimmer holen. Wir haben es übrigens schon nach 10. Ja, es ist schon ultra spät, deshalb sehe ich auch leicht fertig aus.
Hier stehen auch noch einige Kartons. Da ist das Bett vom Lissandro drinnen. Das ist schon vor 6 Wochen oder so angekommen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, das zusammenzubauen. Aber gut, kommt Zeit, kommt Rat. Alles zu seiner Zeit. Solche Sprüche sage ich mir jeden Tag. Und ja, es gibt halt nun mal andere Dinge, die vorgehen. Jedenfalls wollte ich noch ganz kurz dazu sagen, dass das keine bezahlte Produktplatzierung war von Leonardo oder ist. Denn die Sachen, die hatte ich euch schon vor längerer Zeit gezeigt. Und da hatten mich ganz, ganz viele gefragt, ob ich nicht mal zeigen könnte, wie dieses ganze Bewässerungssystem und so weiter funktioniert. Das ist so super, das ist so praktisch, wirklich für Leute, die keinen grünen Daumen haben, so wie ich, ja. Wo die Pflanzen dann auch mal sterben, weil sie eben, ja, vertrocknen, ist das wirklich super praktisch und ist auch gar nicht so teuer. Es gibt auch so kleine Töpfe und ich habe auch noch einen Rabattcode für euch. Genau, den habe ich schon vor einer halben Ewigkeit mal von Leonardo zur Verfügung gestellt bekommen. Davon habe ich nichts, also ich bekomme da keine Provision oder sonstiges. Ich teile ihn aber sehr, sehr gerne mit euch. Ich schreibe euch den unten in die Infobox. Also falls euch sowas interessiert, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Ich hole jetzt noch ganz kurz was für den Lassie und dann geht es für die Kinder auch ab in die Falle. Denn wie gesagt, wir haben es schon 22 Uhr. Ja, so sieht es aus im Puppenhaus. Es ist ultra spät, aber es ist ja Wochenende. Da dürfen die Kinder ja auch mal länger wach bleiben. Oh Gott, meine Haare sehen heute auch echt grausam aus. Um die Uhrzeit vielleicht auch normal. Jedenfalls verabschiede ich mich jetzt von euch an dieser Stelle. Denkt dran, den Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Ich glaube, das Video ist diesmal wieder recht lang geworden, aber für ein Sonntagsvideo vielleicht ganz okay für euch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dahin ist dann hoffentlich auch das Bett aufgebaut. Also macht's gut. Tschüss!